Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Pokémon, die schwarze Edition Nuzlocke. Und diesmal nicht vom Replay, sondern vom richtigen Let's Play Nuzlocke. Ja, endlich ist es soweit. Wir können wieder die Pokémon Nuzlocke Challenge beginnen. Und bevor wir die beginnen, zeige ich euch mal, was ich so... Ja, ich muss noch mal mit den Tastenkombinationen ein bisschen... Ich habe ein bisschen trainiert. Vorher. Level 17 und Herr Bieber auf Level 15, weil wir jetzt noch gleich noch ein neues Pokémon treffen. Und ja, ich habe gar nicht die Berichte gezeigt, was jetzt alles meine Pokémon können. Ist immer noch zaghaft, hat keine neue Attacke gelernt. Mein Rotomorph hat ganze 3 Attacken gelernt. Kratzfurie, Metallklaue, Zertrümmerer und Lehmschelle. Mein Slave hat Knirscher anstatt Biss erlernt und der Rest ist alles so geblieben. Und hier auch so. Vogel bleibt immer noch Vogel. Er wird nur halt den Ersatz bringen für die VM Vogel. Also VM, boah, jetzt, ich hoffe, ich rede mich jetzt nicht schlecht. Die VM Fliegen. So, wir gehen jetzt ein neues Pokémon fangen. Ich habe ich genug Bälle? Warte. Wir gucken mal, bevor wir die Nuzlocke beginnen. Ein Superball, 9 Pokebälle, 3 Heilbälle und Schutz. Ja, den Schutz brauche ich gleich. Will ich mir jetzt für ein Pokémon fangen? Ich habe noch keine Idee, welches Pokémon ich mir jetzt fangen werde auf dieser Route. Kann sein, ein Flug, ein Käfer oder weiß ich was. Geritzel zwischen den Weg durch den ewigen Wald. Ich glaube, im ewigen Gewalt fange ich mir mein Pokémon. Werde aber jetzt einen Schutz raufsprayen. Weil ich würde mir schon gerne hier ein gutes Poki fangen. Aber hier auf der Route gibt es nämlich viele Pokémon-Trainer, die jetzt einfach mal ein paar Schläge verdienen. Hey du Trainer, zeig mir mal deine Pokémon-Team, ich gucke es mir jetzt mal an. Und da kommt zum ersten Battle. Ja, ihr seht, sind die Einstellungen ein bisschen feiner. Ja, da habe ich was geändert. Ich habe nämlich jetzt in den Einstellungen des... Emulators. Kein Typvorteil. Egal. Mein Derpy-Feuer ist so eine Maschine. Es wird mit Tackle-Linie zwecktackeln. Eine Stachelspore bringt nichts. Müsste aber eigentlich schneller sein, mein. Ja. Und noch einmal. Ich werde jetzt auch wechseln. Ich bin jetzt, glaube ich, Biber. Oder ne. Slave bringe ich jetzt raus. Slave hat sich wunderbar entwickelt. Weiterkämpfen. Nein. Das reicht schon. Da. Oh, das ist dieses Pokémon. Okay, einfach ein Tackle reicht schon. Der Pfeffer setzt Tackle ein. Ja, warum hat das so lange gedauert, dass ich wieder nicht aufgenommen? Ich hatte irgendwie die sehr starke Unlust auf Pokémon. Und das Trainieren vorher nervt ziemlich stark. Ich habe nämlich kein Pokémon verloren. Das jetzt könntet ihr in der Aufnahme sehen, sonst hätte ich das vor dem Part natürlich einbringen können. Ne, dass ich jetzt ein Pokémon verloren habe, aber ich habe kein Pokémon verloren. Damit könnt ihr Superball, wunderbar. Damit könnt ihr auf jeden Fall immer vorher rechnen. Ich werde immer eine Voraufnahme machen. So, den Trainer machen wir jetzt auch plot oder das kleine Vorschulkind. Keine Ahnung was. Wir werden hier erstmal vorher trainieren, bevor wir in die Arena gehen. Ich habe Herr Bieber aus dem Grund Zertrümmerer beigebracht, weil ich denke, es ist besser, wenn man den schon mal was beibringt. Ein Kiesling! Kennt nicht den Fußballspieler, sondern das kleine Ding da, wie aussieht wie ein Stein. Ich glaube, ich könnte auch Herr Bieber rausschicken, aber ich bin mir lieber da sicher und setze Grasmixer ein und Grasmixer macht's schon. Oh, Robustheit. Ja, ich hasse diese Attacke. Da reicht jetzt Trankengift aus. Ja, Robustheit. Das wünsche ich mir bei dem Pokémon, das ich jetzt bald fangen möchte. Ich hoffe, es tut genug EP. Sehr schön. Wunderbar. Es läuft doch einigermaßen. Ich hatte bei den vorigen Aufnahmen möglich Probleme. Wird aber jetzt mal die. Danke. Die Knöpfe reagieren nicht. Ich werde mal hier lieber nach vorne setzen. Weil der könnte ein paar Pokémon-Erfahrung gebrauchen. Nämlich hier unten sind noch ein paar Trainer, hoffentlich. Ah, der kommt mir genau richtig, der junge Mann.
So, Herr junger Mann, ist klar, bist du mal entschlossen, ja. Ich hoffe, Herr Bieber ist jetzt ein Vorteil hier. 3 Pokémon. Ich weiß nicht, ob Herr Bieber im Vorteil ist, deswegen werde ich mal einen Zutrümmer einsetzen, denn Schaukopf ist ja ein Boden-Wassertyp. Das war knapp. Ich dachte, ich setze jetzt hier so eine Wasserattacke ein, aber Herr Bieber vollkommen weg. Aber nochmal einen Zertrümmerer und dann Bamrite. Müsste es, ja, sehr schön. Aber der Heuler ist drauf, das ist noch das Schwächste in Angriff und wow. Ich setze wieder einen Schaukopf ein. Weiterkämpfen. Wir wollen noch einen Schallquappe reindrücken. Ich muss sagen, Herr Bieber hat sich wunderbar entwickelt. Doch, ich wollte schon Zertrümmer einsetzen. Ich weiß, es ist auch schneller, glaube ich, Herr Bieber. Ich glaube, dass die Initiative ist ziemlich hoch. Oh. Wir verlassen den Kampf. Das bringt nichts. Herr Bieber ist wieder sein Angriff gesunken, das bringt nichts. Da kommt Derpy voll rein. Und ja, warum habe ich jetzt Zeit, wieder Pokémon aufzunehmen? Ist in Sommerferien. Und ich habe überlegt, ich nutze wieder Pokémon auf, weil das fehlt und ich hatte keine einzige Karte. Und ich wusste, dass er Blutstrahl einsetzt, deswegen. Damn, gut aufgepasst. Und das war noch ein Volltreffer, aber Schaukappe. Ich glaube, ein Rankenhieb müsste ausreichen von der Angriffskraft. Jo, das war perfekt für das Schaukappe. Ist jetzt vorbei. Ich glaube, die teilen sich gut. Wieder ein Schaukappe. Wir bleiben im Kampf. Schade, ich hätte meinen Bieber, also mein Rotomorph besser weiter trainiert, aber ach, es reichen ja auch Rankenhiebs und von Derpy voll. Das sicherer. Trainieren tue ich das nochmal aufschieben, sowieso irgendwann mal, aber dann auf ein richtig schönes Level, damit wir dann hier uns freuen können. 208 Poké-Dollars. Ja, ich lese nicht mehr diesen Text von den. Gegengift, sehr schön. Nächster Pokémon-Trainer, sehr schön. Den schnappe ich mir jetzt. Das sind noch Brüder, die ich noch nicht gefangen habe. Schaukappe wäre auch nicht schlecht, nur Wasser-Pokémon habe ich und einen Bodentyp. Deswegen wäre so ein Praktikball. Oh, Toxipack. Oh, ich weiß nicht. Ich werde mal eine Metallklaue reinhauen. Ich glaube, Metallklaue ist aber auch ziemlich stark. Ja, Giftstachel, ich wusste das. Aber es ist nicht effektiv und es hat sich vergiftet. Ah, ich muss gleich ein Gegengift draufhauen. Ich setze mal einen Zertrümmerer ein. Warum immer Gegengift? Warum vergiftet ihr meine Pokis immer? Nein. Schon wieder ein Giftstachel. Ich guck mal, wie viel jetzt. Es verdoppelt sich ja immer wieder. Es waren jetzt 5. Nochmal eine Metallklaue. Lehmschelle würde nichts bringen, das weiß ich. Mich nervt diese Attacke. So, jetzt müsste es 10. Nein, immer noch 5. Okay. Ah ja. Weil ist nicht effektiv deswegen. So, das müsste es jetzt mal sein. Ja, super. Mein lieber Entwickler hat sein Level up. Sehr schön. Und weitere. Jetzt sind 6. Ein Yurklef. Da bleiben wir drin. Ich hoffe, der Zertrümmerer reicht. Ich bin da ganz vorsichtig normalerweise. Ja, Zertrümmer ist drin. Ich hoffe, Dorsch. Müssen es raus. Wir müssen der Bieber retten. Oh, ich will meinen Rotomorph nicht verlieren.
Joker setzt gefährliche Tickets ein, nicht? Nein! So, komm, jetzt hat's immer gereicht. Ja! Puh! Das war jetzt gefährlich. Aber Rotomov braucht nicht ziemlich viel Erfahrung, um ein Level abzubekommen. Das sieht man hier. So, jetzt werde ich ihn erstmal ein Gegengift geben. Und dass ich mir immer zwei hole. Das war knapp. Ich hätte meinen Rotomov gerne nicht verloren, bin ich ganz ehrlich. Oh. Ich sehe hier so ein... Was fangen wir? What the fuck? Nein! Garadon ist vorne! Scheiße, wir müssen wechseln. Das fange ich mir. Scheiße. Du bist drauf. Gott! Ich dachte, ich fange das nicht! Ich verfange Chuck Norris! Scheiße, ey! Zertrümmerer! Holy shit, Step! Wow, das war sehr gut! Ein Rangkeep müsste ich ziemlich stark verletzen. Silberblick? Gott, wir haben unser Tanky! Wisst ihr, wie ich mich freue? Ich hoffe, es hat Robustheit drauf. Das wäre richtig geil. Geduld. Scheiße, wir können jetzt einen Puki verlieren. Wir sind im roten Bereich heute. Bälle. Ich nehme den Heilball. Was für ein Glück in der Nuzlocke, oder? Muss man jetzt zugeben. Ja, Mann, ich hab mein Chuck Norris in meinem Team. Jesus. Ja, der kriegt auf jeden Fall sein und der ist auch männlich. Wir nennen ihn Chuck N. Also Chuck und dann Punkt Norris. Alter. Ich hoffe, ich schreibe ihn richtig. Norris. Doppel-R, glaube ich. Norris. Ob das mit einem Doppel-S, Doppel, so. Oh, 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 oh. Puh, erstmal, puh. erstmal tauschen. Gott, ey. Ich weiß nicht, was er für Pokémon hat, dieser Kampftrainer. Und ich schaue mir noch einen Schutz drauf. Alter Falter. Leute, ihr dürft mich jetzt Nacker nennen, nicht? Das ist... Wow. Komm her. Jupp. Ich bin durchtrainierter Trainer. So. Schwarzgurt Jende mit einem Praktikal. Wisst ihr was? Boah, Level 16. Das ist genau richtige Pokémon für mein Therapy voll Grasmixer müsste es. Ja. Müsste es, glaube ich, ziemlich stark schaden. Grasmixer ist nämlich eine sehr starke Pflanzenattack plus Step. Die Hälfte und noch die Genauigkeit geht. Praktika ist jetzt Energiefokus. Da dürfen wir jetzt nicht. Da müssen wir jetzt ganz vorsichtig sein. Wenn man einen Grasmixer draufhauen. Ich bin gerade so geflasht, dass ich mit so einem Chuck Norris gefahren habe. Und er hat doch Bau, glaube ich, rum. Ich muss mal gucken, was er jetzt drauf hat. Und mein Derby Fire kriegt sein nächstes Level ab. Ich hoffe mal eine richtig gute Pflanzenattacke, aber nein. Ich habe verloren, aber lass mir davon die Laune nicht vermitteln. Ja, du hast eben verloren, sorry. Bevor wir jetzt gucken, mal. Ich guck mal, was der für ein Typ. Fresh. Das heißt, Angriff ist ziemlich stark und Spezialverteidigung. Konzentrator.
ist die schlechteste Fähigkeit, also versteckte Fähigkeit, die man einem Pokémon geben kann. Nicht Robustheit. Fuck. Hier. Ich bin enttäuscht, aber egal, damit kann ich gut arbeiten. Das Zurückschrecken ist schon mal weg, dann kann ich in der Arena nämlich gut pumpen. Und mein Chuck Norris könnte es richtig. Und ich krieg wieder einen Praktiball vor die Fresse gesetzt. Hier, mein Praktiball! Hier, du kannst es mit ihm nicht aufnehmen. Ich hätte auch Chuck Norris einfach reinsetzen können. Aber ich bin lieber Vorsicht vor dem Rumpf. Wow, ich muss das jetzt angreifen, sonst kommt jetzt ein sehr starker Schlag auf mich zu. Ja, sehr schön. Ich hoffe, die Konzentration geht dadurch runter. Ja, und es war noch ein Volltreffer. Was ist denn los in dieser Nassloch? Was ist überhaupt mit diesem Park los, ey? Ich hab da wohl nicht mit. Alter Schwede, das ist heftig. So. Ich weiß, hier gibt es auch ein Item. Item. Ich sag schon Item. Ein Netzball, der ist gut für Käfer-Pokémon. So. Und dann springen wir mal rüber und verschwinden hier. Oder wir können mal runterschauen, ob es hier noch was unten gibt. Also ganz unten, weil Schutz habe ich ja noch genug. Den haben wir auch schon drin, Sieg. Oh, Schutzwerk nehmen wir. Wie viel Schutz haben wir denn noch? Hm. So, da bin ich wieder. Da hat sich kurz mein... Entschuldigung. So, da bin ich wieder. Da hat sich kurz mein Virusprogramm sich mal bemerkbar gemacht. Oh, ich habe keinen Schutz mehr, oder? Doch, da habe ich noch. Oh, zwei Schutz noch. Sehr gut. Ja, ich habe Schutz. Ich habe noch Schutz. Alter Schwede. Hier hält super Trank. Den können wir gleich gebrauchen. Ich gehe noch mal, bevor ich zur Arena gehe. Hier schon mal kämpfen. Zur Pokémon. Ne, hier ist nichts. Okay. Dann war die Reise hier unnötig. Das. Okay. Es hat sich gelohnt wegen dem Item. Und. Alter Schwede, wir haben einen Karagonis gefangen. Leute. Was ist los mit den Mädels? Oh, Schutz wirkt nicht mehr. Ah, egal, wir haben ja eh Pokémon vorne. Wir gucken mal, was wir jetzt bekommen. Ein Schallquappel. Oh, bist du putzig? Du bist ja ein süßer Schallquappel. Du wirst jetzt umgebracht von meinen Derpfeu. Derp, setz Grasmix ein und es zerstört jetzt einfach. So, für die Arena bin ich auch vorbereitet. Ich habe jetzt zwei Kampf-Pokémon. In der Richtung. Und guck mal, wie viel stark die Arena jetzt ist. Das werden wir aber erst im nächsten Part herausfinden. Fällt mich erstmal hier ein. Ach. Stimmt, da können wir jetzt unser Chuck mal trainieren. Die hat ja. Ja, die hat nur das. Ja, die hat einen Somnia. Das ist nicht nett. Das kann fies werden. Das kann fies werden. Ich setze einen Grasmixer ein. Ich hoffe, das bringt was. Ich dachte, die wäre. Ja, sehr schön. Ich könnte aber jetzt nochmal Begrenzer. Achtung, mit deinem Begrenzer. Ich bringe Herr Biber mal rein. So, Herr Biber. Ich glaube, Metallklau könnte ziemlich Schaden anrichten. Zitronenrein wiederum nicht, aber ich glaube Metallklaue oder Katzfrühe. Jena. Ich glaube eine Metallklaue macht es aber fertig. Komm. Ja, es geht. Und ist eingeschlafen. Sehr schön. Machen wir einen Aufwecker, ne? Wir haben ja einen Aufwecker gefunden, das reiche. Zack. Ziehstrahl. Ich hoffe, das macht mein Ding jetzt nicht kaputt.
rein. Ich hoffe, der Biber ist schneller. Ja, es ist schneller. Fuck that shit. Ja. Ach, war das jetzt knapp. Ich weiß gar nicht, wie erleichternd das immer ist, wenn man einen Kampf besteht, ohne dass man ein Pokémon sich besiegen lassen. Also, wenn ein Pokémon verliert, ich muss mich mal richtig hinsetzen. Ah. Okay, ich bin fertig. Okay, wir können... Oh, ich kann hier noch ein Item holen. Das habe ich ja total vergessen hier. Das sollte ich mir schon wenn holen. Was ist denn das? Ether! Ja, kann man gebrauchen. So, ich werde jetzt ins Pokémon Center gehen, mir noch Status, also KP Heiler holen und dann denke ich mal, können wir uns in die Arena wagen. Und das mache ich, glaube ich, jetzt offscreen. Den Rest, sage ich mal, dann sehen wir uns im nächsten Part vor der Arena von Sephiroth City. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen dieses Partes. Bis dann und ciao, Leute. Wenn ihr euch dieser Part gefallen habt, dann könnt ihr ihn folgendermaßen bewerten, wenn er euch gefallen hat, natürlich mit einem Daumen hoch. Und wenn er euch nicht gefällt, mit einem Daumen runter. Feedback und Kommentare sind wie immer erwünscht. Und ihr habt einfache Verlinkungen unten in der Videobeschreibung und oben auf dem Video selbst in den Pokébällen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Bis dann und ciao, Leute.